Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht. Ich hocke in meinem Bunker, mitten in Berlin. Ich habe blaue Säurekapseln und genug Benzin. Die Luft ab, es futscht die Marine. Das Heer der Zweiten Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulation, da halte ich nichts davon. Ich habe über mir 3 Meter Stahlbeton. Kapitulation, nö, nö, mir bleibt doch Blondie und ne Flasche Rosé. Adolf, du alte Nazi-Sau, kapituliere doch Nein. endlich, Adolf. Du alte Nazi-Sau, das habt ihr euch so gedacht, dass ich kapituliere. Adolf, du alte Nazi-Sau, kapituliere doch. Ich kapituliere niemals. Adolf, du Sau. Ich bin mit 53 Ländern im Kriegszustand und die Bomben nicht auf England, sondern Deutschland. Diese alliierten Bomberverbände nerven, weil die nicht nur Bomben, sondern Bombenteppiche werfen. Keiner hört mehr auf mich, jeder macht, was er will und hinter allem steckt dieser Churchill. Das tut weh, das tut weh. Ich steh allein da mit Blondie und ner Flasche Rosé. Adolf, du alte Nazi-Sau, kapituliere doch endlich. Nein, ich kapituliere nicht. Du alte Nazi-Sau, ich kapituliere niemals. Überhaupt nicht im Gebiet, dass ich der Churchill hinterher noch ins Fäustchen lasse. Nein, dieser Churchill, ich kapituliere nicht. Ich kapituliere niemals. Oh, das ist sowas. Ist ja gut, Blondie. Ist ja gut, Blondie. Ah, wir kapitulieren nicht. Nein, keine Angst. Mann, wir werden den Krieg vielleicht sogar noch gewinnen. Danke schon. Bin auch ganz zuversichtlich. Eigentlich. Ach, jetzt kommt der Abspann. Walter Moers. Mhm. So. Halt! Das ist ja viel zu schnell! Warte nochmal zurück! Halt! Hm. Ja. Ist ja alles auf Englisch. Komisch. GFB. Großer Führerbunker. Wahrscheinlich falsch geschrieben.